So, willkommen zurück bei Let's Play Dragon Quest 6 im, ja, Labyrinth. Wundervoll. Ich muss mal eben kurz warten, bis kurz Licht ist. Hallo? Es werde Licht. Danke. Oh Gott, da oben ist auch noch eine Schatztruhe. Jetzt warte ich mal eben kurz wieder. Kann ich hier vielleicht irgendwo runter? Weil da unten waren ja auch noch Schatztruhen. Ja, genau. Euch habe ich gesucht. Sehr schön. Eine Mini-Medaille. Ich würde jetzt eher irgendwie auf eine bessere Waffe oder so stehen, aber kann ja nicht alles haben. Oh, ein Imitator. Na wundervoll. Aber die haben mittlerweile irgendwie nicht mehr so viel drauf. Oh, ich hätte mal heilen können, aber egal, ist gleich eh vorbei. Die sind doch im Vergleich zu den anderen Monstern noch recht schwach. Ein Lebenssamen. So. Okay. Und was ist das? Prinzessinnenrobe. Klingt irgendwie nach Milena. Oder Rebecca, aber Prinzessin, ja, das passt irgendwie eher zu Milena. Nein, wir wollten es nicht benutzen. Ich wollte es eigentlich nur transferieren. Danke. Ist aber nicht besser als ihr jetziges. Okay. Okay. Diese. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken, wer kann denn die Drachenrobe noch verwenden? Ja gut, dann machen wir das vielleicht wohl Adriel, dass ich mag, dass sich das immer so schön aufheilt bei ihm. Andererseits könnte er ein bisschen mehr Verteidigung vertragen. Aber er kann, ja, Adriel kriegt diese Rüstung von Orgo, kann immerhin nur Amarok anwenden. Gut. Dann bekommt sie jetzt. Gott, Verwirrung for the world. So, dann kriegt sie jetzt diese Prinzessinnenrobe. Dann hat sie jetzt zwar ein bisschen weniger Verteidigung als gerade, aber dafür hat Adriel halt ein bisschen mehr noch zusätzlich. Und sie hat ja nicht ganz so wenig. Diese Prinzessinnenrobe ist ja auch noch gut. Okay, ging es hier auch noch irgendwo weiter? Mach mal Licht. Licht. Hallo? Licht. Danke. Nee. Da muss ich jetzt erstmal wieder zurück. Okay. Ich überlege schon die ganze Zeit, was, wenn das jetzt wirklich der richtige Weg ist und ich gleich im Grunde vor Mortarmor so praktisch schon stehe, renne ich dann echt nochmal durch das Labyrinth zurück? Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Das mache ich dann vielleicht. Dann würde ich wahrscheinlich wirklich jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen und dann vielleicht nochmal zurückrennen und das aber nicht so richtig aufnehmen, sondern euch nur was zeigen, wenn da jetzt irgendwas ganz Besonderes wäre, noch ein Item oder so, wo man das findet halt. Aber weil dann müsste ich die ganzen Kämpfe wieder kommentieren und das dauert dann so lange alles. Das ist dann so anstrengend. Weil ich finde, dass man ab einer gewissen Zeit ist man auch immer froh, wenn so ein Mega-Dungeon zu Ende ist. So, mach mal kurz Licht. Danke. Da geht's nicht weiter, aber hier. So, ich brauche nochmal Licht. Licht. Los. Ich kann mir mal so lange merken, wie genau ich jetzt gehen muss, bis im Grunde ein Kampf kommt. Dann weiß ich wieder nicht, wo genau nochmal die Einkerbung war, in die ich jetzt reingehen wollte. Ja, das ist ein bisschen nervig an Zufallskämpfen. Das hat Michiros mal ganz akkurat ausgedrückt. Zufallskämpfe reißen einen irgendwie immer aus dem restlichen Geschehen raus. Weil man dann immer. Man macht gerade irgendwas, versucht sich gerade auf irgendwas zu konzentrieren. Oder muss sich konzentrieren halt, weil man sich sonst verläuft. Und dann wird man jedes Mal so rausgerissen und verläuft sich dann wieder. So geht es mir nämlich auch oft. Oder dass ich plötzlich vergessen habe. Dass ich plötzlich vergessen habe, in welche Richtung ich gerade nochmal gehen wollte, beziehungsweise aus welcher Richtung ich gekommen bin. Nein, keine Chaos-Kommandanten. Keine Chaos-Kommandanten. Ach je. Ich hasse die Viecher. Ich hasse ihr Schmurgel. Das ist doch doof. Wobei Milena jetzt gerade gar nicht so viel davon abbekommen hat. Jetzt wäre mal dein Sakralschaden praktisch gewesen, weißt du das? Aber nein, wenn man es mal braucht, kommt es natürlich nicht. Wie immer.
ärgert mich, dass nicht mal alle vier zusammen, die alle vier zusammen draufhauen, dass es immer noch nicht reicht, um ein so ein Viech in einer Runde zu killen. Das ist echt total nervig. So. Aber jetzt, oder? Nein, immer noch nicht. Oh, der macht auch schönen Schaden. Ah, jetzt aber. Danke. Jetzt kommt der nächste. Hm. Was? Screw you, das ist Cheating. Das haben die auch noch nie gemacht. Aber das ist gemein. Das ist nicht fair. Das ist voll fies. Das ist gemein. Kann die mal irgendjemand dafür bestrafen, dass die gemein zu mir sind? Noch ein Grund, die zuerst umzubringen. Oh, ich würde ja jetzt, ich würde die Meldung toll finden, dass Chaos-Kommandant keine MP mehr hat oder so, aber irgendwie lässt die Meldung auf sich warten. Tut sie sowieso immer. Jetzt fängt sie auch noch an zu zaubern. Zwar nicht so heftig wie die anderen beiden, aber trotzdem. Immer noch gemein. Ja, endlich. Bitte diesmal nicht Wiedergeburt. Bitte, danke. Oh, das wäre jetzt echt nervig, wenn der das nochmal macht. Los. Nein! Oh, ganz ehrlich. Ich hasse solche Viecher. Das haben die doch gerade auch die ganze Zeit nicht gemacht. Warum fangen die jetzt damit an? Das ist doch scheiße. Außerdem leckt es. Das nervt auch. Gott, und so kurz vor der blöden Tür. Ausgerechnet sowas. Ich wäre auch mal wieder für so eine Heilstelle irgendwie. Wenn ich nicht so stur wäre, wäre ich schon längst abgehauen aus diesem blöden Kampf. Ich habe jetzt auch Schiss, dass die mich dann gleich aufhalten und dass das dann alles noch länger dauert. Außerdem, wie groß ist die Chance, dass sie sich jetzt nochmal gegenseitig wiederbeleben? Das haben die doch gerade auch die ganze Zeit nicht gemacht. Ach, das klappt bestimmt. Oh, Schwurbel. Jetzt sterbt schon. Ah, endlich. Bitte keine Wiedergeburt. Nicht schon wieder. Zweimal in einem Kampf ist ausreichend. Reicht völlig aus. Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte gesterben, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte gesterben, bitte gesterben. Ha, bitte gesterben. Nein. Nein, gesterben. Nein! Oh Mann. Wie lange dauert der Kampf jetzt schon? Oh, Schnitz, wenn du ein bisschen schneller deinen Arsch bewegt hättest, wäre das alles nicht passiert. Das ist alles deine Schuld. Oh, ist das ätzend. Bitte keine Wiedergeburt. Bitte gleich keine Wiedergeburt. Natürlich überlebt er das. Also das sind bisher echt mit Abstand die nervigsten Viecher, die mir hier begegnet sind. Fuck you. Sorry für diesen Kraftausdruck, aber fuck you. Jetzt habe ich aber echt die Schnauze voll. Jetzt versuche ich abzuhauen. Aber jetzt reicht's. Lass mich doch nicht verarschen. So. Macht. Komm. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will abhauen. Soll ich es noch einmal versuchen? Ich habe Schiss, dass sie mich nicht entkommen lassen. Ja! Okay. Ich nehme alles zurück. Ich hau doch nicht ab. Ha! Sehr schön. Gut, dass das Viech keine Wiedergeburt beherrscht. Also diese Chaos-Kommandanten sind echt eine Katastrophe. Ugh. Gott. Das war jetzt irgendwie der längste Kampf des ganzen Dungeons. So ein nerviger Scheiß. Ugh. Da hat es jetzt aber richtig viele XP für gegeben. Wahrscheinlich, weil man halt immer neue XP bekommt, wenn die tot sind und dann wiederbelebt werden. Nervig. Ich glaube, so viel gab es nicht mal für Schwarzma, oder? Oder gerade so. 11.000? Passt, ne? So. Genau, mach nochmal Licht. Jetzt will ich mir noch eben die Schatztruhe da holen. Ich brauche Licht. Licht.
Es werde Licht. Los, bitte. Irgendjemand. Ah, da oben. Ah, bitte keine Chaos-Kommandanten. Nicht schon wieder. Ah, gut. Mit Draconern bin ich noch einigermaßen einverstanden. Ah, die waren so schnell. Das habe ich an denen immer gehasst. Aber die zaubern wenigstens nicht. Und vor allen Dingen beherrschen die keine Wiedergeburt. Gottes Willen, sowas Nervtötendes. Ja, und sie sind immun gegen sowas. Obwohl, ich glaube nur gegen Eis, oder? Also Explosion. Ich glaube, Feuerschaden haben die auch bekommen. Drachenlieb. Gut. Bitte lohnt sich das jetzt auch, was hier drin ist? Oh, ein Schwert. Metallkönigschwert. Das ist mit Sicherheit effektiv gegen Metallschleime. Sowas ist natürlich geil. Ich glaube, hier gibt es jetzt leider keine Metallschleime, aber sowas ist prinzipiell schon mal geil. Vor allen Dingen keine besonderen Eigenschaften. Interessant. Frostklinge. Wer kann das denn sonst noch alles anwenden? Ich glaube, Schnitz kriegt das. Ja. Schnitz kriegt das. Die Frostklinge, kann ich jetzt mit der irgendwas noch anfangen? Ich glaube, die ist nicht stärker. Ne, Adrial kann die vor allen Dingen gar nicht anwenden. Okay, auf jeden Fall, die Waffe ist stärker. Das ist gut. So, können wir jetzt gleich mal an diesen Dunkelkriechern ausprobieren? Gut, dass es keine Chaos-Kommandanten sind. Also wenn das gleich die richtige Tür ist, dann gehe ich, glaube ich, erst mal wirklich weiter. Oder ich überlege es mir gleich. Aber ich habe jetzt echt keinen Bock, nochmal zurückzugehen. Oh, nee, echt nicht. Stellt euch mal vor, ich begegne wieder solchen blöden Chaos-Kommandanten. Ich will nicht. Oh, ich muss mich wieder anders hinsetzen. Otsch. Irgendwie hat sich mein Gürtel gerade voll in meine Hüfte gebohrt. Gut, dass mir das immer so früh auffällt. Otsch. Stimmt, habe ich da jetzt schon so einen mega fetten Abdruck. Aber sowas fällt mir irgendwie immer ein bisschen zu spät ein. Oder eher auf. Ich sitze halt auch total bekloppt auf meinem Stuhl immer. Ich knie, also ich habe meine Beine praktisch nie auf dem Fußboden. Nie. Ich weiß nicht, irgendwie schaffe ich das einfach nicht. Ich muss immer so komisch sitzen. So, jetzt gehen wir gleich mal durch die Tür. So. Keine Monster mehr, bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Danke. Ha. Auf jeden Fall schätze ich, dass das der richtige Weg war. Ich laufe jetzt erstmal nicht zurück. Vielleicht mache ich das später noch. Aber ich will jetzt ehrlich gesagt erstmal weitergehen. Das ist jetzt, wäre jetzt so frustrierend, wenn ich jetzt noch umdrehen müsste erstmal. Obwohl es wahrscheinlich sinnvoll wäre, weil da bestimmt noch irgendwelche guten Ausrüstungsgegenstände sind. Aber ja, darauf ist jetzt gerade erstmal geschissen. Jetzt will ich erstmal weiterkommen. Wenn ich Mortarmor nicht schaffe, dann muss ich sowieso noch weiter trainieren gehen. Und dann kann ich das auch noch machen. Sonst muss ich halt nach dem Endboss vielleicht doch noch ein, zwei Parts hochladen und euch einfach mal zeigen, wo man da noch hätte hingehen können. Weil es könnte natürlich auch sein, dass da nur falsche Türen waren und man bei jeder anderen Tür zurückgekommen wäre. Ich meine, dann ist es natürlich ein bisschen einfach, dass die richtige Tür ausgerechnet geradeaus ist, aber... Ach, ich weiß auch nicht. Ich gehe jetzt erstmal weiter. Die große Wendeltreppe auf Doom. Ich weiß auch nicht. Ach ja, wir müssen auch noch mit diesem Drachen sprechen, ne? Oh, Schmerzspiegel. Oh, die können sich in mich verwandeln, ne? Oh, macht sie bloß schnell platt. Oh, da geht's schon los. Ah, wir haben eine böse Milena. Macht Milena platt. Sie machen so nicht wirklich viel Schaden, aber jetzt werden sie gleich Schaden machen. Oh Gott, macht sie platt, schnell. Vor allem Milena, die heilt ja auch noch wahrscheinlich. Obwohl Milena sieht irgendwie cool aus, so. Jetzt muss Schnitz weg, der macht nämlich Schaden wie blöd. Oh, und Amarok aber auch. Ist das ätzend. Ich hatte irgendwie das in Erinnerung, dass die anderen sich immer ein bisschen mehr Zeit mit dem Verwandeln gelassen haben. Kann das? Da bilde ich mir das nur ein. Oh nein. Okay, als würde er tanzen. Was auch immer das für ein Zauber war, ich glaube, er war nicht so sinnvoll. Okay.
Der Angriff sieht immer so genial aus, so. Bam, so. Mit der Hand so nach vorne. So, jetzt ist Amarok dran. Bam. Der lässt nichts anfackeln. Der greift mal eben schon mal an. Während Schnitz irgendwie... Okay. Irgendwie stehen die darauf, Fertigkeiten anzuwenden. Es hat auch ein... Oh, Sakralschaden for the world. Ich glaube wenigstens, dass das der Sakralschaden war. Wo bin ich? Jetzt kann ich sowieso erstmal nicht zurück. Würde ich sagen. Okay. Wisst ihr was? Ich mache immer eben hier eine Schnellspeicherung. Ich habe gerade irgendwie so ein bisschen... Das zieht mir irgendwie... So eine lange Treppe, das ist irgendwie immer so... Ja, vor allen Dingen, wenn es so endet. Bam. Okay. Aufheilen. Wer auch immer das ist, ich könnte mir vorstellen, dass es Mortamoy ist. Ich weiß nicht, wer... Ich wüsste nicht, wer sonst hier jetzt sitzen stehen sollte. Wie auch immer. Wir heilen uns mal auf. Und vor allen Dingen mache ich das nicht mehr in diesem Part. Das mache ich im nächsten Part. Okay. Angst. Ich brauche jetzt auch keine Schnellspeicherung nochmal machen. Ich mache ja jetzt eh einen Cut. Da sichere ich ja eh zwischen. Also, ich würde mal sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und ich schätze, das ist Mortamond. Er sieht aus wie ein Magier und das gefällt mir nicht. Okay. Bis dann. Adios.